Man darf das Publikum nicht langweilen, man muss es mit der Axt erwecken. Mit dieser Radikalität eckte der Schriftsteller und Regisseur Thomas Brasch oft an. Sein Vater machte in der DDR Politkarriere, während er selbst ins Visier der Stasi geriet. Kaum verwunderlich, dass er schließlich nach West-Berlin ausreiste, doch als Dissident wollte er sich nie vereinnahmen lassen. Zum 20. Todestag Braschs ist sein Leben nun verfilmt worden. Lieber Thomas heißt die Koproduktion von NDR, BR, WDR und Arte, die in dieser Woche in den Kinos startet. Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Schon diese wenigen Zeilen lassen ahnen, Brasch war was Besonderes. Ein ewig rastloser Rebell, sensibel und arrogant. Keiner, der sich irgendwo einrichtet und einfügt. Journalistikstudium, Filmhochschule, überall fliegt er raus. Sein Vater, der als SED-Funktionär den Sozialismus aufbauen will, hat dafür naturgemäß wenig Verständnis. Tommy, du bist noch klug. Ah, sehr schön. Sicher, es ist noch nicht alles fertig, aber wir sind frei. Frei? Das nennst du Freiheit? Ja, frei. Du weißt nicht, was Krieg bedeutet. Mir reicht der Frieden hier. Du machst mich krank. Brasch erlebt die DDR wie ein zu eng geschnürtes Korsett. Als 1968 sowjetische Panzer den Prager Frühling beenden, protestieren er und seine Freunde mit einer Flugblattaktion gegen den Einmarsch. Offenbar verraten vom eigenen Vater, landet Brasch im Knast und 1976 mit Schauspielerfreundin Katharina Thalbach samt Kind im Westen. Abschied von morgen, Ankunft gestern. Das ist der deutsche Traum. Brasch kommt niemals an. Nicht im Gestern, nicht im Heute, nicht im Morgen. Im Westen kann er zwar schreiben, was und wie er will, gefragt, aber ist er vor allem als Kronzeuge gegen die DDR eine Rolle, die er nicht spielen will, schon gar nicht vor Journalisten. Sie solidarisieren sich also mit der DDR? Vielleicht stellen Sie sich einfach eine Frau vor, damit Sie es begreifen. Bitte? Wenn Sie aus einem intimen Verhältnis zu einer Frau, mit der sie schöne und miese Erlebnisse hatten, weggehen und zu der Frau auf die andere Straßenseite ziehen, dann machen sie doch auch nicht das Fenster auf und rufen, da drüben wohnt eine Sau. Gerade wenn Leute ihn umarmen wollten und in der Umarmung immer drücken, hat er sich wieder freigemacht.